Ja, dann schauen wir uns jetzt direkt mal, wenn wir jetzt schon das erste Video gesehen haben, das zweite Video von Mimi an. Mimi versus Mert Matan, Nummer 2. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Schreibt's gerne rein. Okay, Kinder. Und grüßt gern YouTube, weil eigentlich habe ich vor, das auch mit hochzuladen. Einfach so aus Spaß. Mert hat auf mein Video reagiert. Auf Nostalgie-Basis. Das heißt, jetzt geht's in Runde 2 für mich. Round 2, fight. Und damit willkommen bei... Der schlechteste YouTuber! Okay, schauen wir uns kurz an, was Mert in seiner Rückrunde zu bieten hat. Jo, was geht, Leute? Ich bin's wieder, Mert, mit Ilkel am Start. Heute ist Ostersonntag und ich dachte, ein kleiner Haircut wäre gut, deswegen kommen wir heute... So, Charisma, weil... stimmt, heute ist Sonntag. Mein Friseur hat ja nur von Montag bis Samstag geöffnet. Shit, Mann. Auch noch Ostersonntag haben wir noch überall geschlossen. Egal, gehen wir nach Hause, Ilkert. Scheiß drauf, Alter. Oh, Moment mal. Guck mal, wer da ganz hinten kommt, ey. Ilkert, wer ist das? Das ist doch Irfan. Irfan, er macht sogar für mich einen Ostersonntag Haare. Okay, Mert hat offensichtlich mein Video gesehen, in dem ich bewiesen habe, dass Mert ein Lügner ist. Yeah, Baby, yeah. Ich hab ihn anhand seiner Haare... oh Gott, ich kenne das Video. Also ich weiß nicht mehr haargenau, wie das abging. Aber es wird so gottlos, dieses Video wird auch nochmal so gottlos reinscheppern. Also wenn ihr jetzt gerade, wenn den ersten Teil schon gefeiert habt, dann wird der hier auf jeden Fall nochmal sehr, sehr grandios. Und ein winzig kleiner Teil meiner Argumentation waren die Öffnungszeiten seines Friseurs. Was macht jetzt also unser schlauer Mert? Richtig, er überredet seinen Friseur, an einem Sonntag seine Haare zu schneiden. Und macht ein Video drauf. Ihr Fabio macht sogar für mich an einem Ostersonntag Haare. Ja, natürlich. Weil wir haben ihn geweckt, über gerade aufgestockt. Ja, Props für deinen Friseur, der völlig umsonst für dich Überstunden gemacht hat. Denn meine Argumentation funktioniert auch ohne Friseur. Denn laut deiner Aussage hast du das Video am 12.03. gedreht. Was überhaupt gar nicht stimmen kann. Und das hier am 10.03. Dieses schnelle Haarwachstum deutet darauf hin, dass du kein Mensch bist, sondern vielleicht ein Hund. Genius. Und noch detaillierter habe ich in meinem letzten Video argumentiert. Und was macht unser schlauer Mert? Pickt sich 10 Sekunden von hier bis hier aus meinem 12 Minuten Zerstörungsvideo raus, wo er einmal recht haben könnte. Und ignoriert die stärksten Argumente in meinem Video. Glückwunsch, Mert. Einmal recht haben ist ja echt große Kunst. Digga, selbst meine stehen gebliebene kaputte Uhr hat zweimal am Tag recht, du Toilettenbrain. Uiuiui, wie ich den schon wieder gerissen hab. Ach und Mert, wenn ich... Oh, ey, Mann, ey, ich liebe die Videos. Ich liebe diese Videos. Ich bitte, Mimi... nochmal solche Videos rauszuhauen. Bitte nicht zu mir, mach's zu irgendjemand anderem. Das wäre ganz cool. Aber bitte hau Videos raus. Ehrlich, ehrlich. Ich liebe ihn dafür. Wenn ich mir das hamburgische Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten anschaue, sieht es für mich so aus, als ob... Hamburg, das reicht doch. ...ob dein Friseur gegen das Gesetz verstoßen hat. Und du filmst es auch noch und stellst es auf YouTube. Aber weil jetzt irgendein Toiletten-Jens mit Straßenjura kommt und sagt, hey, du hast den Gesetzestext falsch interpretiert. Hab ich ein paar Telefonate getätigt und wurde am Ende zum Verbraucherschutz weitergeleitet. Der hat einfach angerufen. Schönen guten Tag hier. Mi. Ich wurde gerade zu Ihnen weitergeleitet. Ich hatte folgende Frage. Und zwar ein Friseurladen auf der Bartelsstraße 44, das ist Sternschanze Hamburg. Charisma heißt der Friseur. Am Ostersonntag hatte der geöffnet und hat Kunden bedient. Darf er nicht. Nein. Auch wenn er sich vorher gemeldet hat? Was heißt vorher gemeldet? Also kann man zum Beispiel beim Gewerbeamt vorher anmelden, dass man an einem Ostersonntag... Nein. Okay. Man kann es versuchen, das würde aber gebührenpflichtig abgelehnt werden. Okay, ja, ich hab das nur gesehen und ich dachte mir, hä, das muss doch illegal sein. Ich habe in die hamburgische Gesetze geguckt. Ja, es ist auch illegal. 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 Das heißt, dein pseudo-cooler Konter war nicht nur banal, sondern auch ein krasses Eigentor. Diagnose Vollidiot. Und
Und jetzt gibt's zwei Optionen. Nummer 1, dein Friseur hat eine Straftat begangen und du hast es veröffentlicht, womit du dich jetzt hardcore blamiert hättest. Oder Option Nummer 2, dein Friseur hat keine Straftat begangen, zum Beispiel, wenn es ein ganz normaler Werktag war und kein Sonntag. Was wiederum bedeuten würde, dass Mert schon wieder gelogen hätte. Jetzt darfst du dir eins von beiden aussuchen. Und jetzt geh mir aus dem Weg, Mert. Ich muss Brofists verteilen, du Toilettenfehler. Und jetzt nochmal zu deinem Golddigger-Prank, bei dem ich mich in meinem letzten Video über das lächerliche Skript lustig gemacht habe und darauf hingewiesen habe, dass am Anfang des Videos komischerweise eine Person komplett zensiert wurde. Daraufhin habe ich ein paar Kommentare bekommen. Hey, vielleicht hat er nur eine private Adresse zensiert und das Gespräch mit dem Mädel war echt. Tut mir ja leid, Kinders, aber der Prank war fake. Und auch das werde ich jetzt beweisen. Du verfickter der Lügner! Denn ich hab das unzensierte Video! Das unzensierte Video habe ich übrigens von Sudi. Und ihr kennt... Was? Oder aber der Friseur hat freundschaftlich Haare geschnitten ohne Bezahlung. Dann wäre es erlaubt. Aber ich glaube, er hätte das nicht in seinem Friseurladen machen dürfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kannst du dann in dem Friseurladen? Weil das ist ja dein Geschäft. Das ist ja direkt dein Geschäft. Hätte er das zu Hause gemacht, weiß ich... Ich glaube, dann hättest du es freundschaftlich machen können, aber weil es halt in dem Geschäft war, weiß ich nicht, ob es dann noch zählt. Ne? Schwierige Nummer. Wenn die Tür abgeschlossen ist, ja, aber die Tür war wahrscheinlich gar nicht abgeschlossen. Ich bettel nie wirklich nach Likes oder Abos, auch wenn ich mich selber immer freue, wenn ich welche bekomme. Aber geht mal auf seinen Kanal und abonniert ihn. Lasst ihm einen netten Kommentar da und liked. Mit diesem Whistleblower-Move hat er sich das mehr als verdient. So, und jetzt paar Schweigesekunden für Mert. Finish him. Oh mein Gott, er hatte auch damals schon die unzensierte Version von irgendwelchen Videos? Nein. Weiße Sneaker, schwarze Hose, graue Jacke und die braune Handtasche. Weiße Sneaker, schwarze Hose, graue Jacke und die braune Handtasche. Das ist zum Teil echt traurig, aber kennt ihr das? Wenn euch Mimi schon zum zweiten Mal ohne Gegenwehr absolut komplett zerfickt hat. Tja, Mert, deine Pranks sind nachweislich fake. Genau so wie deine Yeezy Boost. Denn die Musterung müsste hinten schräg nach oben zeigen. Und außerdem guck... Alter, wie kann man jemanden so gottlos hops nehmen? Ja, der Shooter sieht doch generell... Hier sieht er auch anders aus, ne? Also hier macht er... Beim Original geht er so ein Stück nach außen. Und hier geht er einfach nur gerade so runter. Ja? Also hier, hier ist aber vieles... Ihr sieht vieles sehr komisch aus. Guck dir mal die Sohle an. Oh, und nochmal gefickt. Aber anstatt sich den Vorwürfen zu stellen, lädt Mert irgendeine Scheiße hoch. Zum Beispiel Schlägerei-Prank, wo er mit 3 Südländern einen Rentner einschüchtern will. Hey, listen. Glückwunsch, Mert. Ein neuer AfD-Wähler. Deine Landsmänner können stolz auf dich sein. Aber der Grabverweigerer... Ach Gott. Lässt sich nicht lumpen. Oh Gott, ich muss es nochmal angucken, wie er das sagt. Hey, listen! Glückwunsch, Mert! Ein neuer AfD-Wähler! Deine Landsmänner können stolz auf dich sein! Aber der Grabverweigerer lässt sich nicht lumpen und haut ab! Im gleichen Video überlegt Mert kurz, warum der Prank in Amerika geklappt hat, aber in Deutschland nicht. Und guess what? Unser schlauer Mert hat natürlich eine Antwort für alles. Ich zeige euch jetzt einfach den Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Aber die Reaktionen in Deutschland sind einfach tot. In Deutschland wird einfach kein Spaß verstanden. In Deutschland wird einfach kein Spaß verstanden. In Deutschland wird einfach kein Spaß verstanden. Ja, genau, das wird sein. Der Amerikaner hat Spaß verstanden. Sieht man doch. Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass Mert und seine Freunde auf ganzer Linie versagt haben. Ein Mert macht keine Fehler. Mert ist perfekt. Kein Wunder, dass er so selbstverliebt ist und seine eigenen Facebook-Posts liked.
Ach so, übrigens, ich habe in meinem letzten Video behauptet, dass Masturbieren haram ist. Das stimmt nicht ganz. Ein paar Kommentare haben mich korrigiert. Also man darf sich einen schrubben, aber muss sich danach reinigen. Ein paar meinten, Schnippisäubern reicht und ein paar meinten Ganzkörperreinigung und beten. Aber alle, die mich korrigiert hatten, waren sich in einer Sache einig. Man dürfe sich im Islam nicht an fremden Frauen aufgeilen. Und ratet mal, was Mert gemacht hat. Aber nee, vielleicht war es auch nur ein soziales Experiment. Und Mert ist vorbildlich und betet 5-mal am Tag. Jetzt verstehe ich auch, warum er keine Zeit hat, ordentliche Videos zu drehen. Auch habe ich behauptet, dass Mert kein Superasiate sei und deshalb nicht so schnell seine Haare wachsen können. Daraufhin meinte einer, die Türkei gehört zum Teil zu Asien. Damit hat er natürlich recht, aber ich meinte mit Superasiate eher sowas wie ein Japaner oder Koreaner oder ein Thailänder. Oder auch die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dann gab's noch Leute, die meinten, ich zieh mich an den Eiern von Mert hoch. Die Frage ist jetzt, welche Eier ihr meint? Etwa die Eier, die Mert nicht hat, um sich bei seinen 850.000 Fans für seine Lügen zu entschuldigen? Fans, die ihn als... Ich kann das nicht mehr, Leute. Wie kann man so ein Video raushauen? Es ist ja einfach nur brutal. Ich schaff das nicht mehr. Was ist das für ein heftiges Video? Ich check ja gar nichts mehr. Der zerpflückt, das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr ein Kritikvideo. Das ist ja eine voll... Er schlachtet ihn hier halt komplett weg vor 6 Jahren. Also wie verrückt. Das Vorbild bezeichnen? Oder die Eier, die Mert nicht... Ist sogar vor 7 Jahren mittlerweile. Ich hatte, um mein Video ordentlich zu kontern. Nee, ich weiß, welche Eier ihr meint. Die Eier, die Apo Red und Leon an seine Haustür geworfen haben. So, Mert, und wenn du wirklich Eier hast, dann erklär uns das hier. Warum das golddicke Opfer am Anfang des Videos zu sehen war. Und warum du es wegpixeln musstest. Und warum du deinen Friseur beim Schwarzarbeiten gefilmt hast. Und wie du in 2 Tagen so ein Haarwachstum haben konntest. Und weil du schon oft gezeigt hast, dass du ein Hinterwäldler bist, gebe ich dir jetzt mal einen Tipp, wie du das Argument einfach wegficken kannst. Kürz deine Haare auf die Länge, film dich vor deinem Bildschirm, wie du auf atomuhr.de gehst, zeig das Datum und 2 Tage später machst du das Gleiche. Das ist eine Sache von 2 Minuten. Und nochmal so ein halb arschiges Video kannst du dir sparen. Und jetzt geh mir aus den Augen. Also es ist wirklich ein völlig wildes Video. Wirklich. Okay. Jetzt bloß noch Outro, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, was für ein Video das ist. Das kannst du dir nicht ausmalen.